Hallo Traders, Alexandros hier. In diesem Video möchte ich über das Trading mit wenig Startkapital sprechen. Puh, also ein Start in der schönen Trading-Welt, wo man nicht ein massives Konto hat. So habe ich natürlich auch begonnen. Das ist etwas, was auch sehr häufig vorkommt. Eine Annahme im Trading ist ja, dass wenn man eine richtige Angehensweise hat, ist es durchaus möglich, gute Gewinne zu erzielen. Wenn man aber nicht gut genug kapitalisiert ist, dann starten schon die Probleme. Was soll man traden? Welche Optionen haben wir, wenn wir nicht kapitalisiert sind? Wir haben halt weniger Optionen, was wir machen können und wie viel wir generieren können. Also als Summe meine ich jetzt. Daher würde ich gerne als Beispiel eine Person nehmen, die, sagen wir, mit 1000 Euro beginnen würde. Mit diesem Kapital kannst du leider nicht viel Gewinn generieren, auch wenn du in der Lage bist, das Geld zu verdoppeln. Also es sind nur 1000 Euro. Aber es ist ein Anfang, um zu experimentieren und zu lernen. Also, wo beginnen wir? Das Erste, was wir klarstellen müssen, ist das Konzept des Risikos. In unserem Fall ist das Risiko der Verlust, den wir eingehen wollen, der maximale Verlust. Unser erstes Ziel ist, dass wir unser Kapital schützen. Daher müssen wir die Möglichkeit haben, nach einem Verlust aktiv zu bleiben und weiter zu traden, um Gewinne zu erzielen. Das bedeutet, dass ein Verlust nicht unser Kapital zu stark verändern soll. Eine gute Richtlinie kann die 2%-Regel sein. Dass ein Verlust also nicht mehr als 2% unseres verfügbaren Kapitals beträgt. Wir sollen aber vorsichtig sein. Wir sollen vorsichtig sein, nicht unsere Stops zu eng zu gestalten, damit wir es schaffen, in den 2% zu bleiben. Die Stops sollen eine Logik der Strategie befolgen. Also sie sollen nicht unser Kapital angepasst sein, die Stops. Daher ist der Schlüssel, nicht sehr enge Stops auszuwählen, sondern wir sollen uns eher auf Märkte konzentrieren, die uns erlauben, ein niedriges Risikomanagement zu benutzen. Während wir unsere Strategien mit normalen Parametern ausführen können. Da wenn die Parameter manipuliert werden, um sie mit unserer Kapitalisierung tradbar zu machen, dann spielen wir mit Feuer, da wir verändern die Effektivität und die Robustheit der Strategie. Also, zurück zu den Märkten und welche Märkte wir bevorzugen können. Ein gutes Beispiel dafür kann der Forex-Markt sein. Wir können diesen Markt sehr gut nach unten skalieren, zum Minimum des Marktes, wie die Microlots. Auf diese Art können wir Positionen öffnen, die klein genug sind. Aber parallel wird die Logik der Strategie auch respektiert. Somit sind die Chancen, dass etwas schiefläuft, von der Hinsicht der Strategie auch geringer. Ein anderer Markt könnten auch die CFDs sein. Im Fall, dass die Spreads akzeptabel sind, können wir auf CFDs gute Instrumente finden, die uns Chancen bieten, mitzumachen. Diese können auch wie Forex gut nach unten skaliert werden. So, dass im Fall eines Verlustes wir nicht zu viel verlieren, wie wenn wir auch Futures traden würden. Bei Futures ist es so, dass wir mit limitierten Kapitalen jetzt einsteigen können. Es gibt die Micro-Futures, aber 1000 Euro sind noch zu wenig. Ein Video, wo CFDs mit Futures verglichen werden, wird noch kommen und über Micro-Futures auch. Daher, wenn du das sehen willst und Interesse hast, kannst du natürlich den Kanal abonnieren, um das Video nicht zu verpassen. Also zurück zum Thema. Bis jetzt haben wir das Risiko festgelegt, also was wir einhalten wollen, die 2%-Regel und die Strategie, dass die Strategie auf ihre Funktion optimiert werden soll, nicht auf unser Kapital. Damit, wie gesagt, die Funktion der Stabilität, die Funktion und die Stabilität nicht beeinträchtigt wird. Und zuletzt haben wir die Märkte angesprochen, die wir traden können. Jetzt können wir noch die Software ansprechen. Für unsere Kapitalisierung, also die 1000 Euro, die wir festgelegt haben, mit den Märkten, die wir festgelegt haben, kann MetaTrader ein guter Kandidat sein. Wie wir wissen, ist diese Plattform umsonst. Sie wird uns vom Broker für zur Verfügung gestellt. Sie kann auch ein gutes Werkzeug sein, um Strategien zu entwickeln. Auch wenn die Programmiersprache leider sehr schwer ist. Da würde ich aufpassen, aber es kann für den Anfang gut sein. Also, jetzt haben wir eine Kombination von einem kostengünstigen Markt, der unser Risiko respektiert, mit einer Plattform, die gut genug ist und auch uns umsonst bereitgestellt wird. Das kann eine Lösung sein für eine Person, die eine Kapitalisierung von 1000 Euro hat.
Wobei, wir müssen aufpassen, da jede Situation eine andere Lösung verlangt. Bei 10.000 Euro können die Lösungen vollkommen anders aussehen. Wir können uns schon ernste Gedanken machen, eine andere Plattform auszusuchen und Strategien für andere Märkte zu entwickeln. In meinem Fall, wie ich begonnen hatte, ich hatte sogar mit weniger Kapital begonnen, mit weniger als 1.000 Euro. Also als Student, ich habe damals noch Maschinenbau studiert und ich hatte mit 260 Euro begonnen. Ich habe mit MetaTrader und Forex begonnen. Das mit einer diskretionären Art technische Analyse zu machen. Mein Risikomanagement ist aber eher suizide gewesen. Ich hatte Glück und habe mein Kapital verdoppelt. Ich wusste, dass es Glück gewesen ist und deswegen habe ich mich direkt umgesehen, mich als Trader auszubilden, viel zu lernen und ein besseres Risikomanagement zu haben. Das habe ich auch umgesetzt und deswegen habe ich lange im Markt überlebt. Daher konnte ich vieles testen und auf verschiedene Märkte testen. Ein Kollege von mir, der das nicht gemacht hat und weiterhin kein Risikomanagement hatte, er hatte schon drei Margin Calls. Das ist, wenn du das Risiko, wenn du das, wenn dein Risiko zu groß ist und du dein ganzes Kapital verlierst. Mittlerweile hatte ich schon genug zusammengespart, um kapitalisiert genug zu sein, damit ich Forex und CFDs trade. Das mit einem algorithmischen Ansatz. Da hatte ich schon eine andere Plattform. Mit der Zeit hatte ich mehr Vertrauen gewonnen in meine Systeme, da ich auch mit einem algorithmischen Ansatz meine ersten Retouren generiert hatte. Parallel hatte ich auch viel gearbeitet, damit ich viel Kapital zusammensparen kann und auf Futures wechseln. Da wie gesagt, auch wenn du, nehmen wir an, 3.000 Euro hast und es verdoppelst in einem Jahr, was sehr gut, was extrem gut ist, du hast nur 6.000 dann und das nach einem ganzen Jahr. Daher wird es wirklich lange dauern, bis die Gewinne in deinem Konto wirklich einen Unterschied machen. Ich denke, mit wenig Kapital traden kann einen guten Lerneffekt haben, da man lernt, seine Strategien laufen zu lassen. Manchmal ist es einfach, ist es wirklich einfach, wenn du gute Perioden hast. Aber es kann auch schwer sein, wenn du viele Verluste eingehst. Daher kann ein Trading-Konto mit wenig Kapital gut sein, um viel zu lernen, wie man mit den Strategien umgeht und die psychologischen Aspekte im Trading zu lernen. Nicht aber wirklich, um davon Profit zu generieren. Danke für das Zusehen. Falls dir das Video gefallen hat, kannst du gerne den Kanal abonnieren, um das nächste Video nicht zu verpassen. Falls du Ideen hast, über was ich Videos machen soll, kannst du mich gerne wissen lassen in den Kommentaren unten. Also, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao.